Hallo zusammen, mein Name ist Bettina Becker und ich bin Bratschistin im Berner Sinfonieorchester. Ich freue mich sehr, heute Emmanuel Pahü bei uns begrüßen zu dürfen. Er wird diese Woche als Solist zu hören sein. Emmanuel, das dieswöchige Programm Ballade en France ist eher ungewöhnlich für Flöte-Solo mit einer großen symphonischen Besetzung. Wie bist du zu dieser Programmauswahl gekommen? Ja, also eine gewisse Thematik in einem Konzertprogramm, finde ich, ist der richtige Weg, über Musik zu kommunizieren. Für Flöte und Orchester gibt es einiges an Repertoire, von der Barock über Klassik, Spätromantik dann wieder ein bisschen moderne. Und im Gespräch zusammen mit Pierre Bleus, der diese Woche dirigiert, das Berner Sinfonieorchester, haben wir gedacht, okay, lass uns mal zusammen, weil wir beide auch Franzosen sind, irgendwie doch ein ganz klares französisches Programm machen mit Werke aus dieser Zeit, diese Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Sie sind ja neben Ihrer solistischen Tätigkeit auch Soloflötist bei den Berliner Philharmonikern. Können Sie beschreiben, welche Rolle die Flöte innerhalb eines Sinfonieorchesters übernehmen sollte? Aus meiner Erfahrung als Mitglied der Berliner Philharmoniker seit bald 30 Jahren und meiner genauso lange, wenn nicht noch nicht längere Erfahrung als Solist, irgendwie sind natürlich ganz klar andere Temperamente notwendig, um im Orchester zu spielen oder als Solist zu spielen. Wenn ich Solist bin, habe ich eigentlich kein Lampenfieber, kein Stress, weil ich verantwortlich bin von Anfang bis Ende. Es geht einfach um mein Tempo, meine Vorstellung des Werkes, das arbeiten wir zusammen in den Proben mit dem Dirigenten und so, aber ich bin, sagen wir so, derjenige, der den Ton angibt. Mhm. Wenn ich im Orchester spiele, dann natürlich habe ich auch ein paar Soli, die herauskommen, aber dann gehe ich zurück wieder ins Tutti. Die sind schon seit längerer Zeit international gesehen der berühmteste Flötist. Ihre Aufnahmen sind die Referenz für Studentinnen und Studenten, wenn sie ein neues Stück erlernen. Wie gehen Sie mit dieser Erwartungshaltung um? Ich freue mich zu hören, dass, Studentinnen und Studenten meine Aufnahmen möglicherweise als Referenz nehmen. Ich versuche immer meine Diskografie, die inzwischen über 30 Titeln hat, ich versuche immer das Beste zu geben, was ich in dem Moment machen kann, wie ich diese Stücke, diese Werke dann sehe, wie ich das betrachte. Aber es ist immer etwas in der stetigen Entwicklung und dann später zum Beispiel ist es mir schon öfters passiert, dass ich im Radio mal Flöte-Konzerte gehört habe und ich habe mich selbst nicht erkannt. Ja, dann würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für das Gespräch und ich wünsche dir zwei schöne Konzerte am Donnerstag und Freitagabend hier im Casino Bern. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, wieder diese Woche hier im Casino Bern mit dem Berner Sinfonieorchester zu sein.